Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ricos Tipp. Ihr wisst ja, dass ich gerne baue, wie man ja hier im Hintergrund sehen kann, aber sicherlich testen wir hier und da auch mal ein paar Geräte. Ich habe mir für euch heute mal was Neues ausgesucht. Ich hoffe, es wird euch auch ganz mal interessieren. Und zwar geht es um den Samsung Smart TV, ja, 3D-Technik. Und wir haben hier so einige Geräte getestet und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass dieser hier mit einer der besten ist. Also wenn ihr euch einen Flat-Fernseher kaufen wollt, ein Smart TV, dann empfehle ich euch einen, der mindestens 400 Hertz sollte er mindestens haben. Der hat jetzt 700 Hertz. Da kannst du sagen, es ist ein ordentliches Bild und die Menüführung ist eigentlich total easy. Du hast eine Smart-Hub-Taste drauf, ja, wo du im Endeffekt sofort zurückgehen kannst in deine App-Geschichten und kannst natürlich auch alles aussuchen. Das Ganze schön gekoppelt an einer Wandhalterung, die du drehen kannst, ist es eigentlich ideal. Wer allerdings sich entscheidet für so einen Fernseher, sollte auf keinen Fall auf die Soundbar verzichten, weil ich finde, die Lautsprecher in den Fernsehern sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das Einzige, wo ich ein bisschen enttäuscht bin, ist die Eingabe über YouTube, dass du was suchen kannst. Ja, du musst mühevoll von links nach rechts scrollen, zumindest über die Original-App, was du natürlich über einen Browser öffnen kannst und eigentlich direkt tippen kannst. Wenn du dir den Smart TV kaufst, dann empfehle ich natürlich auch euch die Samsung-Tastatur. Darauf komme ich im nächsten Video, werde ich euch mal vorführen. Gut, das soll es heute gewesen sein von eurem Rico. Ich würde mich freuen über ein Abo von euch und vielleicht sehen wir uns. Für alle anderen gilt natürlich wieder, ihr könnt mich besuchen auf meinem Blog auf www.sorgenlosteam.de. Da habe ich euch den Gratis-Report hinterlegt. Da wird mir euch im Endeffekt auch gezeigt, wie und wo ich natürlich so einen Fernseher günstiger bekomme. Oder Rabatte sind natürlich heutzutage auch in. Ne? Wie gesagt, auf meinem Blog vom sorgenlosteam.de. Ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss, euer Rico.